Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zu einer Spielvorstellung in einer Folge. Ja, wir gucken uns heute die Erweiterung zu dem Great Battles Spiel, wie sie es nennen, IL2 Stumovik an, und zwar Clash at Prokhorovka. Ja, und wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt, ist es diesmal ein Panzersimulator und kein Flugsimulator. Und dieses Konzept der Great Battles beschreibt eine Spielidee, Flugzeugsimulator und Panzersimulator zusammenzulegen. Das ist einmalig bis jetzt. Sowas gibt es in der Form noch nicht. War Thunder bitte mal ausgenommen. Also, das ist eine ganz feine Sache. Und das Geile an dem Panzersimulator ist, genau wie die großen Bomber oder so, die ja Multicrew sind, ist auch der Panzer oder die Panzer sind eine Multicrew-Simulation. Das heißt, ihr könnt mit euren Kumpels zusammen euch in so einen Panzer setzen und das zusammen spielen und erleben. Das habe ich gestern gemacht mit dem lieben Montfort. Schönen Gruß auch an dich an dieser Stelle. Wir hatten gestern richtig viel Spaß und haben sogar einen Feindpanzer abgeschossen. Das Problem an der Erweiterung ist, dass sie sehr teuer ist mit $69,99. Das empfinde, glaube ich, nicht nur ich als extrem teuer. Und ja, um mal zu schauen, ob das gerechtfertigt ist für eine Early Access Version, mache ich eben dieses Video. Ich glaube, das wird ein bisschen länger gehen. Einfach, weil wir dann auch ein bisschen über IL2 generell sprechen und auch die Probleme, die hier in diesem Spiel vorhanden sind. Generell ist IL2 eigentlich eine geile Simulation. Das Schöne ist, es ist sehr simulationslastig vom Flugverhalten her, also vom Flight Model her, aber eben ja trotzdem einsteigerfreundlich insoweit, dass man eben kein kompliziertes Cockpit jetzt wie ein DCS oder so lernen muss, sondern um die Maschine zu starten, drückt man E, man belegt noch Gas und man belegt die verschiedenen Ruderpositionen auf seinem Joystick, man belegt den Schussknopf, man muss wissen, wo man das Fahrwerk und die Klappen einzieht. Und dann kann man eigentlich schon fliegen, zumindest mit den deutschen Maschinen. Das ist wunderbar. Nachteilig für Neulinge ist der hohe Skill der Community. Das ist eine sehr kleine Spielerschaft. Ich gehe jetzt mal eben hier auf einen Dogfight-Server. Von dem Wort Dogfight jetzt nicht irritieren lassen, weil hier sind dann auch die Panzer angesiedelt. Inwieweit sich das noch verändern wird, wenn das Spiel released wird, also die Erweiterung Tank Crew, das weiß ich nicht. Im Moment ist natürlich der Schwerpunkt auf Flugzeugen und das ist auch das Problem. Ihr seht hier schon an der Spielerzahl, ich sag mal so gegen Abend, jetzt haben wir frühen Nachmittag und unter der Woche, ich sag mal Wochenends oder auch abends dann so um 7, 8 Uhr sind so Server wie Wings of Liberty, Kings of the Air, Coconut Server ist gut besucht. Also es gibt so 3-4 Server, die sind gut besucht, die sind hochfrequentiert. Auf Liberty kommt man dann eventuell gar nicht mehr drauf, weil da 84 Leute drauf sind. Das ist super cool. Da ist dann auch ein bisschen was los und man hat ein bisschen Action. Auf allen anderen Servern, jo. Sieht man ja, ne? Und das ist natürlich ein Problem bei einem Panzersimulator, wo die Karten halt entsprechend groß sind. Und das war auch das Problem, was wir gestern hatten. Das ist das eine, ja. Also man bekommt irgendwie ein geiles Spiel, eine geile Spielidee, aber die Entwickler schaffen es hier nicht, die PS auf die Straße zu bringen quasi. Also sie haben in der Theorie eine geile Idee, aber ja, es fehlt einfach an der Möglichkeit, es dann auszuleben. Also generell, wir hatten viel Spaß und vor allen Dingen, wir haben gemerkt, dass das Spiel unheimlich Potenzial hat, wenn man mit Kumpels zusammenspielt. Angenommen, man ist zu viert und dann besetzen, also man muss eigentlich zu zweit in einem Panzer sitzen. Ihr werdet gleich sehen, man kann ihn auch alleine steuern. Wir spielen ja auch gleich mal rein in eine Mission. Aber zu zweit solltet ihr schon sein, ein Kommandant und ein Richtschütze, ja. Denn das Fahren kann auch vom Kommandanten übernommen werden oder vom Richtschützen, das geht. Und wenn ihr dann noch zwei Kumpels habt, die sich in Flugzeuge setzen, vielleicht eine Jagdmaschine und eine Stuka oder eine 110 mit Bomben oder eben eine Sturmo halt, ja, die halt Close Air Support fliegen, dann können die Flugzeuge spotten, die Jagdmaschine kann den Luftraum sichern und Close Air Support kann geflogen werden, um feindliche Panzer oder Geschützstellungen auszuschalten oder so. Das macht richtig Laune. Es macht richtig viel Spaß, aus der Luft seinem Kameraden da zuzugucken und den zu verfolgen, den abzusichern. Es macht richtig viel Spaß, aus Panzersicht die Flugzeuge dann in der Luft zu sehen, wie die Luftkampf machen und so. Das ist richtig, richtig geil und da kommt richtig Ostfront-Atmosphäre auf. Super, aber eben das Problem mit der Spieleranzahl. Ihr habt ja noch die Möglichkeit, Cooperative
oder kooperativ in dem Fall zu spielen. Ja, das ist einfach, das ist eine Leiche, dieser Button hier. Das gibt es einfach nicht, ne? Also jedenfalls habe ich es noch nicht sinnvoll hinbekommen und habe schon viel Zeit meines Lebens darauf verwendet, hier ein Kooperativspiel sinnvoll hinzubekommen. Das hat nie funktioniert. Aber wer da weiß, wie man das macht, wie man eine geile PvE-Mission kooperativ, auch mit dem Flugzeug gerne, bin ich gerne für Tipps offen. Ich bekomme es nicht hin. Mannigfaltig sind da die Möglichkeiten, wie das schiefgehen kann. Also in meinen Augen gibt's ist es eine Leiche, dieser Knopf hier. So, dann haben wir natürlich geskriptete Kampagnen. Seht ihr, das sind nur Flugzeuge bis jetzt. Dann haben wir hier Karriere. Wenn wir mal neue Karriere erstellen machen, seht ihr auch hier Moskau, Stalingrad, Kuban. Das ist auch kein Panzerkram. Also das gibt's nicht, soll es aber noch geben. Was es gibt, sind die Missionen. So, da habt ihr hier die Luftdinger, die ich habe. Und hier eben die Tank-Missions, schnelle Panzerschlacht von manchen. Ich habe mich hier für den Durchbruch des Panzerkampfwagen 4, aka Tiger 1, entschieden, Ausführung H. Das werden wir mal machen. Und ich möchte das Video möglichst kurz halten, deswegen, wenn ihr den Text hier lesen wollt, dann drückt eben auf Pause. Wir gucken uns noch kurz die Realismus-Optionen an. Ja, also ich mache das eigentlich immer auf Experte und mache dann hier das Navi an, deswegen ist es bei mir auf angepasst. Und ich gucke mir das auch gern von der Außenansicht an, weil ich es einfach cool finde. Aber alles andere, Autopilot habe ich für Streams, brauche ich das manchmal, dass ich einfach auch mal den Chat lesen kann und die Maschine nicht gleich in den Boden geht. So, ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Also, die Lagebesprechung, haben wir hier noch ein bisschen Text. Auch das, wer das lesen möchte, drückt einfach Pause. Ich möchte jetzt einfach das Video möglichst kurz halten. Ich weiß nicht, wie lange hier die Mission. So, Auftrag lesen wir uns natürlich durch. Stellen Sie einen freien Weg zum Bahnübergang für die Unterstützungskompanie zur Verfügung. Auftrag 2, unterdrücken Sie die feindlichen Kräfte nahe der Kreuzung, sodass der Zug mit Nachschub, okay, Zeit 8:05, minus 20 Grad. Also, wir haben hier. Was haben wir denn für ein Datum? Das müsste weiter oben stehen. Nee, nicht. Spezifikationen. So, Panzer, können wir nochmal angucken. Hier, Breite, Länge, ganz interessant auch. Hier, Höchstgeschwindigkeit 45. Gar nicht so langsam übrigens, ne, für so ein Ungetüm. So, dann Sommerkühlmittel, Betriebsstoffe. Dann gehen wir nochmal in die Einstellungen. Da könnt ihr die verschiedenen. Gibt es jetzt drei. Aber das ist auch ein Schwachpunkt von IL-2, sind die Bemalungen leider. Können wir noch ein Foto von unserer Perle hier. Und dann gucken wir uns mal die Munitionsarten mit, die wir mitnehmen können. Also wir haben die Panzergranate, das ist die Panzergranate 39. Das ist unsere Standardgranate, die nehmen wir natürlich mit. Dann nehmen wir hier noch eine Hartkerngranate mit. Für etwas dicker gepanzerte Ziele. Hohlladung ist vor allen Dingen für kleine Kaliber sinnvoll, denn eine Hohlladung durchdringt eigentlich jegliche bekannte Panzerung. Also gibt es eigentlich kaum einen Schutz dagegen. Ich glaube, dass diese Schürzen, die Deutschen verwendet haben, ein ganz effektiver Schutz war, weil so die Hohlladung nicht an der Panzerung selbst gezündet hat, sondern eben ein Stück weit davor und ist dieser Sporn, also eine Hohlladung hat so einen Kupferkern und durch eine interne Explosion schmilzt das Kupfer und bildet so, der durch die Massenträgheit dann nach vorne geschleudert wird, bildet so einen Sporn, der dann erkaltet und aushärtet oder trifft der flüssig auf die, ich glaube, der härtet aus und da entsteht quasi ein sehr feiner Metallsporn, der weiß nicht, 2000-fache Schallgeschwindigkeit hat oder so, also eine völlig absurd hohe Geschwindigkeit. Und durch die kleine Fläche und die hohe Geschwindigkeit durchbricht das eben jegliche Panzerung. Das ist besonders bei kleinen Kaliber sinnvoll. Bei der 8.8, die wir hier verschießen, sehe ich das eigentlich nicht. Dann haben wir noch eine Sprenggranate für weiche Ziele. Und dann nehmen wir die Nummer 15 mit Konfiguration Nummer 15, haben wir standardmäßig 60. Könnte das noch überlegen, aber das reicht mir eigentlich. Wir müssten eigentlich mit der Panzergranate 39 müssten wir eigentlich die meisten Ziele abschießen können. Hier auf 500 Meter haben wir 129 mm Panzerdurchschlagskraft. Was haben wir hier? Was steht denn hier eigentlich? Ne? Also da ist überhaupt keine Durchschlagsleistung angegeben, weil es alles durchdringt. Ne? Da gibt es eben keinen Schutz, außer eben diese Schürzen. Ne? Die haben da echt gegen genutzt. 179 mm. Da seht ihr auch den Bullet Drop, also den Abfall. Also das ist auch alles korrekt simuliert, ne? Das ist schon geil, das Spiel. Wie gesagt, Problem, wie immer bei Sturmovik,
hier die Leistung auf die Straße zu bringen. Also die Straße sind in dem Fall wir, die Spieler, ja. Geile Spielidee. So, wir lassen mal den Motor. Voll rein, hier ist Vulkan. Fahren Sie so schnell wie möglich nach Südwesten zum zerstörten Bauernhof. Der Zug nähert sich. Denken Sie die Unterstützungskompanie, damit sie den Bahnübergang sicher erreicht. Das ist ein fantastisches Mission Briefing. Super schnelle Kamerafahrt. Ja. Also, dunkel in unserem Panzer. Wir sitzen jetzt auf der Position des Fahrers. Ja, so sieht es im Innenraum aus. Ich finde, die Texturen sind ein wenig matschig. Das gefällt mir nicht gut. Kann ich hier in die Einstellungen und gucken? Also, ich habe eigentlich alles. Nee, kann ich jetzt nicht. Müssen wir im Anschluss mal gucken. Ich habe eigentlich alles aufgedreht, ne, an Grafik. Ich weiß jetzt nicht, ob durch Tank Crew was neu dazugekommen ist. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Also Instrumente natürlich auch animiert. Ich mache jetzt mal Licht an mit L. So, da haben wir ein bisschen Licht im Panzer. So, dann lassen wir mit E den Motor an, wie das auch bei Stumovic ist. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie hier irgendwelche Hebel drücken. Das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen schade, ne? So, dann könnt ihr mit Alt, rechts Alt, C, jetzt schaut mal, dann steigt er aus. Wir gehen mal in die Außenperspektive und da guckt der Fahrer jetzt auch richtig raus, ne? Mit rechts Steuerung L müsste, nee, links, I hate it, da geht dann immer dieses olle. So, Frontscheinwerfer ein. Oh, sieht doch ganz schön aus, das Licht, auch wie der Schattenwurf hier auf den, auf dem Schnee, aber wir wollen natürlich hier jetzt nicht leuchten wie so ein Christbaum. So, dann gehen wir wieder in den Panzer. Hier könnt ihr jetzt fahren. Hier links unten habt ihr so eine Infoleiste für den Fahrer. Ja, wer es nicht so arcadig mag, der blendet sich das aus. Die Frage ist dann, wo sehe ich das dann hier sonst? Gar nicht. Ah, da unten ist der Gang. Mal sagen, ich fahre mal los. Stimmt aber irgendwie nicht überein, ne? So, mach mal Außenansicht. Der sinkt da irgendwie ein bisschen ein, sogar richtig, ne? Muss sein. Ist er da echt eben eingesunken? Nee. Sieht halt einfach mega aus, ne? Und ein guter Panzersimulator fehlt leider total am Markt. Und diese Idee der Great Battles ist mega halt, ja? Es ist einfach der Hammer. Aber, ja, ist halt die Frage. Ihr könnt ja auch noch Funkkanal, wenn ihr einen Funker dabei habt, einen menschlichen Funker. Dann bekommt ihr Informationen über Feinde, die werden dann auf der Karte eingetragen. Apropos Karte, wir gucken uns jetzt mal an, was wir hier machen müssen. So ist die Situation, wir starten in Bravoe. Hier ist die Bahnstation, hier ist eine Feindstellung. Hier ist, glaube ich, der Bauernhof, kann das sein, von dem die erzählt haben. Also wir folgen der Straße, wenn die nach Westen abknickt, müssen wir Obacht machen. Dann gehen wir jetzt mal auf die Station. Wir gehen mal alle Stationen durch, würde ich sagen. Nee, warte. Steuerung. Nee, nicht Funkkanal aus. Oh, Alliierte. So, links Steuerung C. Ihr müsst euch dann die Tastaturbelegung, glaube ich, ein bisschen umlegen. Es ist alles ein bisschen kryptisch, sag ich mal. Alles so Kombos, weil das halt durch den Flugsimulator alles belegt ist. Das ist die Station des Schützen. Da gehen wir mal mit T. Übernehmt ihr die Kontrolle der Kanone. Da habt ihr jetzt hier so einen Cursor, was irgendwie ein bisschen hässlich ist. Kann man halt hier ausmachen. Da machen wir das jetzt mal aus. Und nochmal Shift-T, dann geht er hier in die Zieloptik rein. Ihr habt bei anderen Panzern der Deutschen, das Panzer 4 und Panzer 3, habt ihr noch andere. Hier haben wir jetzt nur die 8-8 dran. Da habt ihr dann verschiedene Granaten noch an dem, an diesem Visier dran, weil verschiedene Granaten auch verschiedene Bullet Drops haben und dadurch verschiedene Einstellungen für das Geschütz. Die 8-8 scheint da konstant zu sein und ihr könnt dann hier oben, die Entfernung ist angegeben in 100 Metern, muss man halt schätzen, ne? Ihr könnt, was ihr machen könnt, ihr könnt mit dem MG, wenn ihr jetzt hier mal einmal ganz durchrotiert, dann seid ihr auf dem MG und dann könnt ihr mit dem MG hier rangen, ne? Also könnt ihr hier auf 400 Meter stellen und dann schießt ihr mit dem MG drauf. Und dann stellt ihr, wenn ihr es richtig geranged habt, weil ihr könnt ja dann während dem Schießen auch das einstellen. Und dann seht ihr, wann die Kugeln im Ziel sind. Und dann stellt ihr das, muss in die andere Richtung. Und dann stellt ihr das halt auf das Geschütz um. Dauert halt ein bisschen länger, spart aber Munition. Oder ihr seid erfahren und schätzt gut, ne?
Könntest auch hier vom Schützen aus fahren, ne? Oder so. Ja, also mit Tracker A wird hier unterstützt. Könnt ihr euch umgucken. Turm darf nur von ausgebildeter Besatzung hydraulisch bewegt werden, siehst du? Na, das ist schon geil. Also, da sieht man mal, wie es in so einem Panzer aussieht. Und im Gefecht ist das echt ein Knaller hier drin, ne? Da geht's echt ab. So, hier sind wir am Platz des Kommandanten. So, und ihr seht, also ich habe die Zoom-Tasten hier noch von dem Flugsimulator belegt, ja, wie ich auch immer beim Flugsimulator zoome. Und dann könnt ihr halt hier durchgucken. Man sieht halt echt nicht viel, ne? Aber das ist auch eine geniale Erfindung der Deutschen. Ich gehe mal in die Außenansicht und dann, ne, das ist dieser Turm hier oben. So. Da sind halt so Seeschlitze und so hat der Kommandant auch im Gefecht eine 360-Grad-Rum-Umsicht. Ich glaube, die russischen Panzer haben das nicht, das weiß ich jetzt aber nicht genau. Müssen mal ein bisschen weiterfahren, während wir hier sabbeln. So, da gehen wir wieder rein und gehen jetzt hier auch mal raus. Müssen wir mal ein bisschen was sehen. So. Ja, und ihr seht, ihr könnt den Panzer alleine fahren, aber ich empfehle, zu zweit zu fahren, weil, also, gerade auf weite Distanzen halt, ja, kann man halt als Kommandant hier draußen nicht nur gut spotten, sondern auch, da ist der zerstörte Bauernhof, Leute. Den will ich erstmal aufklären hier. Haufen abgeschossene Panzer, ja. Also hier waren schwerste Kämpfe. Ja, und die Landschaft und so, der Himmel, ist es nicht fantastisch. Und wenn dann noch eigene Flugzeuge über einem kreisen, die mit einem Kontakt halten und dann sagen, hier, ich habe hier ein Ziel für dich in der Ortschaft, den hast du keine Sicht drauf und so. Großartig. Einfach großartig. Man kann auch Leuchtraketen schießen, ja, so. Das ist geil, wenn man im Flugzeug sitzt und dann so Leuchtraketen vom Boden aus sieht, ne? Oh, ihr seht, der ist echt ganz flott unterwegs. Ich mach's nochmal an hier, das Ding. Aber der fährt hier echt über 40 km/h. Ja, der Tiger war gar nicht so langsam im Vergleich zum Panzer 4 oder so. Trotz seines Gewichts. Da ist der zerstörte Bauernhof. Was haben wir denn für eine Granate geladen? Ich gehe gleich mal auf die Schützenposition. Wir halten mal an. So, was wollten wir schützen? So. Haben wir denn jetzt, wo sehe ich denn, welche Granate geladen ist? Weiß ich jetzt auch gerade, ne? Normal sieht man das denn hier. Mit rechts Alt, G, wenn, wechselt man die Munition. Das mal aus, ja. So, Panzergranate geladen, ja, das hört sich doch gut an. Die lassen wir auch mal. Dann gehen wir wieder zum Kommandanten und rücken weiter vor. Wenn man dann die Geschützposition verlässt, zieht er das Geschütz immer wieder in die 0-Uhr-Position sozusagen. Ne? Also ihr müsst halt, wenn ihr alleine spielt, dann auch das Geschütz immer, wenn wir jetzt irgendwie nach hier in die Richtung feuern wollten, ne? Dann ihr wechselt auf den Kommandanten. Achso, warte mal, was ich mal mache. Ich wechsle mal auf den Fahrer. Ne, das ist übrigens die Position des Funkers hier. Ihr habt hier nochmal ein MG. Ne? Wo ihr eben unterstützen könnt und der besetzt eben den Platz des Funkers. Voilà. Nee, so. So, genau. Hier seht ihr auch das Funkgerät. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das Feature schon drin ist, jetzt hier in der Early Access. Dann gehen wir mal weiter zum Fahrer. Der steigt mal ein, falls wir Feindkontakt haben. Der Fahrer kann jetzt auch, ne? Also ihr könnt auch hier jetzt so gucken, da braucht ihr eigentlich Tracker A. Das geht zwar auch mit Maus. Da könnt ihr jetzt, ich glaube, nach vorne im 45-Grad-Winkel guckt ihr darauf. Weil ihr könnt auch. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Shift C. Ne, Alt C. Ne, Shift C. Alt C. Ne, jetzt gehe ich wieder raus. Ihr könnt irgendwie diesen Schlitz. Warte mal, ich gehe mal eben in die Einstellungen. Tastenbelegung. So, Geschützsteuerung. Visier
Wechseln, Kanone abfeuern, Munition wählen, Geschütz nachladen, Visier, Waldneugier, Luke öffnen, schließen, links Windows C, Sichtschlitz. Okay, probieren wir mal. Links Windows C. Nee. Geht nicht. Links Windows C. Passiert nix. Warum passiert da nix? Ich würde euch das gerne mal zeigen. Kann ich das jetzt einfach auf den Joystick mal legen? Sehschlitz. Macht's mal so. Ah ja. Zack. Ne? Dann kriegt er keine Splitter ab. So. Und da wir eh hier auf dem Kommandanten sitzen. Okay. Dann Tracker A wieder aktivieren. Das Problem ist, wenn wir hier der Straße folgen und hinter dem Haus lauert eine Packstellung, dann ballert der uns halt voll in die Seite aus kürzester Distanz. Deswegen werden wir hier einen Teufel tun und den direkten Weg nehmen. Ist schon ein Knaller, oder? Schaut mal die Ketten, wie toll die animiert sind. Auch bei Schäden, ne? Die sind halt echt, gehen halt richtig kaputt und hängen dann runter und so. Also das ist schon geil. Das ist alles abgeschossene Panzer, ne? Was halt auch nicht gibt, ne? Gibt halt nur so Pilotengesten, die will ich euch auch mal zeigen. Warte mal. Gehen wir in die Außenansicht. Und jetzt machen wir mal Pilotengeste. Ja, so. Nach vorn sehen. Das ist halt auch witzig, ne? Will ich das hier irgendwo anders lauern oder hier oben irgendwo? Nee, scheint aber feindfrei zu sein, der Bauernhof. Da ist... Die Steuerung der Kanone ist auch ein bisschen tricky. Das ist hier maximaler Zoom. Nee, ist feindfrei. Dann können wir weiter vorrücken. Ja, wenn man dann auf den Fahrersitz wechselt und dann ist noch T gedrückt vom Schützendingens. Irgendwie trau ich dem Braten nicht hier. Das ist doch der Bauernhof, von dem die geredet haben, oder? Oh, pack! Achtung, das ist ein Hinterhalt! Ich wiederhole, das ist ein Hinterhalt! Und nein, es befinden sich Feindkräfte im Bauernhof!
Sofort ausschalten. Panzer. Alter. T-34, oder? Komm schon, lad doch. Ah. Da ist noch ein Packrohr, seht ihr das? Ach du Schande. Uah. Ich schrecke noch nicht so. Uah. Schießen wir mal auf die Wanne. Abschuss. Pack ist im Arsch, oder? So, jetzt. Na, also ihr könnt auch dann hier fahren. Das geht schon. Aber ihr habt halt nicht die Übersicht des Kommandanten, ne? Da ist doch da ist doch was. Was ist das? Ich schieß mal auf das Haus. Gucken wir mal, ob das wirklich kaputt geht. Naja. Ja, Advanced Damage Model der Häuser und Bäume steht auf der Homepage. Und Abschuss. Auf, pack! Aber ich glaube, wir haben keine Schäden, keine schlimmen. Ja. Fahrzeuge. Russen. Weniger, ein bisschen mehr, bisschen weniger. Nee. Man sieht dann schlecht, ne, wo das Ding einschlägt, und da ist ein Panzerkommandant halt total sinnvoll, ne? Weil der kann einen dann irgendwie berichtigen, ne? 200 Meter vielleicht. Feuer. Ja. Hier bekämpft. 100 Meter. Feuer. Das ist zu weit. Ja, und der Funker könnte jetzt auch noch ans MG gehen. Gerade für so einen Cheat hier, ne? Das ist wunderbar. Das ist gar nicht so einfach, ne? Ja, da drüber geschossen jetzt oder da drunter. Oh, Packstellung! Die sind zum Glück schnell unterdrückt, ne? Und bekämpft. Ah, die haben die Pack da aufgebaut, die LKW. Das ist ja geil. Ah, zu hoch, zu hoch. Da ist ein Fahrzeug noch, das ist aber schon abgeschossen, ne? Ja, und der Kommandant kann halt auch die Rundumsicht überhalten, ne? Das ist halt, wenn man das alleine spielt, da knallt irgendwas, oder? Packstellung! Und bekämpft. Beschuss! Motor beschädigt. Von hinten. Alter! Kommandant, Kommandant! Alter, wo sind wir? Wo? Was? Wie?
Ja, das ist das halt, ne? Da muss man halt zu zweit sein. Wir ziehen uns zurück. Da hinten? Nee, ich weiß nicht, wo der Gegner ist. Keine Ahnung. Man sieht ja nichts. Wir ziehen uns zurück. Naja, Motorschaden, das muss ja irgendwie von Achtern kommen, oder also wie man bei der Marine sagt. Da sind unsere Kameraden, ich steig mal aus. So, wir gucken uns jetzt mal außen an, wie Schäden sind. Und man sieht halt hier jeden Treffer, ne? Das ist halt, guck mal hier, das war der Packtreffer hier von ganz von Anfang an. Ne, seht ihr, wie diese Blechteile hier ab sind und so? Das ist schon ein Hammer, ne? So, das, irgendwie schießen die doch da oben hin. Aber wo hat der uns denn jetzt zuletzt getroffen? Der Motor wurde ja irgendwie getroffen, ne? Aber die schießen da irgendwie hoch. Fernglas fehlt halt hier. Also es ist ein epic Fail, finde ich, dass man hier kein Fernglas hat. Naja, kommt vielleicht noch. Die Unterstützungskompanie. Das kam von hinten. Das. Haben wir da eine Pack übersehen oder was? Auf dem Bauernhof? Das war Tank Crew, liebe Freunde. Aber ja, ihr seht, also man muss eigentlich zu zweit sein. Die Frage ist, ob man diese Mission im Koop spielen kann. Das werde ich heute mal versuchen, sofern der liebe Montfort da Zeit für hat. Lasst mir ein Like da und lasst mir ein Abo da, falls ihr nicht schon längst B-Seiten-Gamer seid. Ja, wie gesagt, das Spiel ist extrem teuer. Es schließt aber eine ganz massive und ganz wichtige Lücke. Plus das Konzept der Great Battles halte ich für großartig. Mit dem Wermutstropfen, dass die Spielerschaft so gering ist. Ja, also wie gesagt, die belebtesten Server, da kann man keinen Panzer fahren. Ja, frage ich mich, warum? Verstehe ich nicht. Ne? Okay, sagt mir, was ihr von dem Spiel haltet. Wie ist euer Eindruck? Ist es eine Option für euch? Ist es euch zu teuer? Ab mit den in die Kommentare mit euren Meinungen. Ich brenne darauf. Ich hoffe trotzdem, ich konnte euch, konnte dir einen Eindruck vielleicht eines Spiels vermitteln, was bisher so ein bisschen unter deinem Radar gelaufen ist. Ich bin der Basti. Ich bin hier raus. Ciao, ciao.